Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Ihrer Stadtführung hier in Bensheim. Mein Name ist Hans Hofmann. Meine Kolleginnen und ich, wir werden Ihnen die Altstadt von Bensheim zeigen und Ihnen die interessantesten, schönsten Punkte erklären. Bensheim wurde im Jahre 765 erstmals urkundlich erwähnt, und zwar unter dem Namen Basinheim. Ein fränkischer Edelmann hat zum Rettung seines Seelenheils dem Kloster Lorsch seine ganzen Besitztümer verschenkt. Diese Schenkung wurde in dem Codex Lauresamensis des Klosters Lorsch genau aufgezeichnet. Wir befinden uns nun auf dem Marktplatz der Stadt Bensheim, etwa der Mittelpunkt der Altstadt, der früheren Altstadt von Bensheim. Wenn Sie einen Zirkel nehmen und etwa 150 Meter einschlagen, dann erreichen Sie die ganze Altstadt von Bensheim. Sie können sich vorstellen, das ist nicht so sehr viel. Und in diesem Areal lebten zu den besten Zeiten bis zu 5000 Menschen. Auf dem Marktplatz, auf dem wir uns jetzt befinden, ist der Mittelpunkt der Marktbrunnen. Ein wunderschöner Brunnen, der natürlich nicht der erste Brunnen hier auf dem Marktplatz ist. Über die Jahrhunderte hinweg mussten ja die Leute immer Wasser trinken und da konnte man nicht warten, bis dieser wunderschöne Brunnen hier erstellt worden ist. 1836 wurde das Fundament und das Becken des Brunnens erstellt und in dem Brunnenstock war ein wunderschöner neoklassizistische Sandsteinsäule. Auf dieser Sandsteinsäule war obendrauf ein Glaskörper, ein bunter Glaskörper. Und das war eine feine Sache bis 1871. Da gab es in der Rheinebene ein kleines Erdbeben. Und durch dieses Erdbeben fiel der Glaskörper von dieser Sandsteinsäule herab und war beschädigt. Nun wollte man natürlich einen neuen und schönen und prunkvollen Brunnen haben. Und das ist dann auch gelungen. Man hat im Jahre 1895 durch einen Herrn Renn hat man diesen jetzigen Brunnen hier erstellt und aufgebaut. Es sind in drei Etagen, also unten der Brunnenstock, dann auf dem Brunnenstock ein verjüngter Brunnenstock mit vier allegorischen Kinderfiguren, Frühling, Sommer, Herbst und Winter darstellend. Und leider ist uns der Sommer im letzten Jahr mutwillig beschädigt worden. Weiter oben, in dem nächsten Teil des Brunnenstocks, befinden sich in Muschelnischen Darstellungen der Gerechtigkeit des Handwerks und der Landwirtschaft. Und auf der Rückseite ist das Wappen vom Großherzogtum Hessen eingemeißelt. Auf dem Gipfel der Brunnensäule steht unser Schutzheiliger, der St. Georg, der Drachentöter. Wenn Sie genau hinschauen, ist der Drache nicht so sehr groß, aber auf der Brunnensäule oben war nicht mehr so viel Platz. Auf der Süd- und Nordseite des Marktplatzes sehen wir Fachwerkhäuser. Sehr schöne Fachwerkhäuser. Hier an der Südseite ist das Fleckscher Haus. Das nennt sich nach einer Familie, die das mal besessen hat. Es ist das älteste Haus hier am Marktplatz. Es wurde um 1500 erbaut und ab 1504 als städtische Fleischschranne genutzt. Das heißt, das Erdgeschoss war offen und die Fleischer mussten ihr Fleisch offen verkaufen, damit jederzeit von der Gemeinde kontrolliert werden konnte, ob die Preise und die Herkunft des Fleisches stimmt. Dieses Haus war auch verputzt, das Fachwerk. Im Jahre 1923 hat der Architekt der Bergstraße, der Herr Metzendorf, dieses Haus renoviert. Das heißt, er hat das Erdgeschoss ausgemauert, hat das Fachwerk aufgefangen und hat teilweise auch noch Fachwerkträger stehen lassen und hat dann auch das Haus vom Verputz befreit. Und wenn man sich dieses wunderschöne Haus anguckt, muss man staunen, dass Fachwerkträger über hunderte von Jahren dieses Gewicht haben halten können. Das nächste Haus, das uns interessiert und das sehr schön ist, ist das Hotel zur Armbrust. Es war das erste Haus am Platze hier und war insbesondere sehr, sehr wichtig für die Kaufleute, für die Reisenden, die von an der Bergstraße unterwegs waren bis nach Frankfurt. Diese Leute waren ja oft Tage und Wochen lang unterwegs und brauchten irgendwann mal eine sichere und gute Unterkunft. Und das war hier mit der Armbrust gegeben. Das Haus hatte 22 gehimmelte Betten, für die Fuhrwerke und für die Gespanne 30 Abstellmöglichkeiten. Das war also für die damalige Zeit sehr, sehr viel. Das Haus wurde von einer Familie Kötz gebaut im Jahre 1615.
Das nächste Fachwerkhaus, das wir hier haben, ist ein schmales Haus mit Renaissance-Fachwerk. Es wurde um 1600 von einem Herrn Tuchscherer erbaut. Und durch das, dass es so schmal ist, fand es vermutlich keine größere Verwendung. Und das Fachwerk und alles ist weitgehend erhalten. Die Fachwerkhäuser, die Sie eben vor sich sehen, sind drei Fachwerkhäuser als Reihenhäuser gebaut und sie sollten damals 1682 als Zierde des Marktplatzes gelten. Es war auch so, wenn Sie das Fachwerk anschauen, es ist wunderschön und sehr toll gemacht. An den Zusammenstößen der Häuser ist das Fachwerk fast deckungsgleich gemacht. Das, was damals mit diesem Eichenholz fast schon eine Kunst war, sowas zu machen. Die Eckleisinen sind mit wunderbaren Verzierungen geschnitzt und bis in das zweite Geschoss aufgebaut. Die Häuser waren als Zierde des Marktplatzes, hatten sie sogar das Recht, etwas aus der Flucht des Marktplatzes hervorzutreten. Die Fachwerkhäuser auf der Nordseite sind leider in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Sie sind in Privatbesitz und offenbar sind keine finanziellen Mittel da, um diese Häuser instand zu halten und wieder auf Vordermann zu bringen. Und Sie sehen, 2-3 Jahre, wenn ein Fachwerkhaus nicht gepflegt und nicht gemacht wird, passiert es, dass sie fürchterlich aussehen. Die Stadt Bensheim hat sich bemüht, diese Häuser zu kaufen, aber der Kaufpreis war absolut zu hoch und die Stadt konnte da nicht zugreifen. Und wir müssen jetzt mit dieser halben Bauruine leben. Auf der Stelle, wo Sie jetzt diese Baustelle sehen, da stand das Rathaus von 1530. Ein wunderschönes Rathaus, das im Laufe der Jahrhunderte mehrmals renoviert und instand gerichtet wurde. Dieses Rathaus ist bei dem Bombenangriff am 26. März 1945 nahezu völlig zerstört worden. Es war also vollkommen ausgebrannt, es standen nur noch Gerippe herum. 1953 haben amerikanische Pioniere, die in Auerbach gelegen haben, wohl eine Übung gemacht und bis die Bensheimer Bürger mittags von der Arbeit nach Hause kamen, war ihr altes Rathaus weg. Und nun hat es ausgesehen, ähnlich wie jetzt, der Zustand damals. Nur waren vor der Kirche parkende Fahrzeuge gestanden. Diesen Zustand wollte man nicht lassen. Die Stadtoberen und auch Architekten haben gesagt, es muss ein architektonischer Abschluss des Marktplatzes geben. Dies ist dann geschehen. Im Jahre 1979 wurde das Haus am Markt eingeweiht. Es war von Anfang an so ein bisschen umstritten. Und es war auch nicht ganz so gelungen. Das Haus am Markt war eigentlich hauptsächlich gebaut worden, damit der Hessische Rundfunk hier ein Studio errichtet. Aber nach 6-7 Jahren ist er wieder weggegangen und das Haus war dann für andere Zwecke nicht geeignet. Nach einem Koalitionsbeschluss wurde also das Haus im Jahre 2019 abgerissen. Also unsere St. Georgskirche steht hier auf dem Schwemmkegel der Lauter. Dieser Schwemmkegel ist die höchste Erhebung der Altstadt. Soweit wir zurückdenken können, war das schon immer Kirchenstandort gewesen. Die ersten schriftlichen Unterlagen haben wir aus dem Jahre 772, als ein Priester Altram und sein Bruder Autbert die St. Michaelskirche mitsamt ihrem Hab und Gut zur Rettung ihres Seelenheils an das Kloster Lorsch verschenkt haben. Im Laufe der Jahrhunderte wurde ein romanischer Turm etwa im 11. Jahrhundert erbaut und um der Zeit der Kreuzzüge, als das Patronat der von Bensheim gewechselt hat, aus St. Michael wurde St. Georg. Also um diesen Turm aus dem 11. Jahrhundert wurde eine gotische Kirche gebaut, die bis in das Jahr 1826 gestanden hat. Schon vorher, einige Jahrzehnte davor, haben die Bensheimer Bürger immer gemault und geschimpft über ihre Kirche. Sie würde aussehen wie eine Spelunke, sie wäre so klein, sie würden nasse Füße kriegen bei dem Kirchgang und. Und nach langem Hin und Her bekam Bensheim dann die Erlaubnis, 1826 diese Kirche abzureißen und eine neue Kirche zu errichten. Dies geschah auch 1826 und es wurde nur der alte Kirchturm erhalten. Ansonsten wurde eine neue Kirche gebaut. Und zwar hat der Großherzog in Darmstadt bestimmt, dass sein Oberbaumeister, der Herr Müller, diese Kirche plant und dass die Bauaufsicht über einen Herrn Obermann und einen Herrn Harres obliegt. Die Kirche ist in 4 Jahren fertiggestellt worden. Im September 1830 wurde sie von dem Weihbischof aus Mainz geweiht. Die Kirche stand mit kleinen Veränderungen bis zu dem Tag am 26. März 1945, als sie auch von dem Bombenangriff
getroffen worden ist. Die Kirche ist nahezu ausgebrannt. Es waren nur noch Teile der Seitenwände gestanden und sie musste neu errichtet werden. Und die Bensheimer Bürger haben schon sehr, sehr früh angefangen zu planen und zu machen und haben begonnen, die Kirche 1949 zu bauen. Aber diesmal wollten sie eine Vierturmkirche haben. Nicht nur ein Turm, sondern vier Türme. Aus diesem Grund musste der alte Turm abgerissen werden. Das war eine sehr, sehr mühsame Arbeit. Und die Handwerker, teilweise gibt es da sogar Unterlagen drüber, die haben sich bitter beklagt und beschwert, wie schwer diese Arbeit war. Die vier Türme wurden also gebaut. Zunächst mal die Flankentürme. Einer davon war gedacht zur Aufnahme des Geläuts. Dann kam das Kirchenschiff. Und erst im Jahre 1953 wurde das romanisierende Westwerk, das Sie hier sehen, fertiggestellt und gestaltet. Es wurden teilweise für dieses Westwerk alte Steine vom Turm und auch von anderen Gebäuden verwendet. Wenn man genau drauf schaut, sind eigentlich nur saubere und zugeschlagene Steine um die Türen, um die Fenster, um die Rosette. Aber ansonsten ist es, ich sag mal, Kreuz und Rüben, was an Steinen verwendet worden ist. So, meine Damen und Herren, das war ein kurzer Überblick über unseren Marktplatz mit seinem Brunnen und unsere Kirche St. Georg. Alles Weitere über Bensheim werden Sie von meinen Kolleginnen erfahren. Dankeschön.